Herzlich willkommen zu unserem Insider-Talk. Mein Name ist Boris Barz, ich bin Immobilienexperte an der Weinstraße und Inhaber von Barz Immobilien. Heute sprechen wir über die Immobiliensuche und den Kaufprozess. Es erwarten Sie viele praktische Tipps, damit Sie sicher und erfolgreich Ihr neues Zuhause finden. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Nicolas Kunz und ich bin Immobilienexperte bei Barz Immobilien. Ich freue mich schon auf unseren heutigen Insider-Talk zum Thema Immobiliensuche und Tipps für Käufer. Lass uns am besten gleich in die Fragen und Themen reinsteigen. Ja, Nico, ich freue mich auch. Perfekt. Vielleicht zu Beginn, welche Schritte sollten denn Käufer vor dem eigentlichen Immobilienkauf unternehmen, um bestmöglich vorbereitet zu sein? Mhm. Ja, also der Immobilienkauf ist ja nichts, was man alltäglich macht. Und da ist aus meiner Sicht ein strukturiertes Vorgehen sehr wichtig, ja, weil einfach die Routinen natürlich fehlen. Das heißt, als erstes würde ich mir mal Gedanken machen, was suche ich überhaupt? Das ist also ganz wichtig, dass ich mal für mich analysiere, was ist mir wichtig? Meine Familie, was hat die für einen Platzbedarf? Was brauche ich unbedingt? Auf was will ich nicht verzichten? Das ist also schon mal ganz wichtig, dass wirklich eher ganz konkret auch zu stecken und dann bei der Suche eben auch wirklich zielgerichtet vorgehen zu können. Der zweite Schritt ist aus meiner Sicht schon der zur Bank, dass man mal zur Hausbank geht oder zu einer anderen Bank und mal grundsätzlich den Finanzierungsrahmen eben steckt. Das ist einfach ein Riesenvorteil. Ja. Auch für das Bankgespräch würde ich mich auf jeden Fall vorbereiten, schon mal eine Haushaltsrechnung zum Beispiel erstellen. Das heißt, dass ich meine Ausgaben mal aufliste, auch meine Einnahmensquellen mal aufliste und dann einfach für mich sehe, was habe ich überhaupt übrig für einen Immobilienkredit, und B sieht natürlich die Bank auch, okay, ich habe es hier mit jemandem zu tun, der ist vorbereitet, strukturiert, der will das wirklich, und das ist natürlich ein Vorteil, ja. Und ich sage mal, in der Immobiliensuche seinen finanziellen Rahmen zu kennen, ist natürlich ein erheblicher Vorteil, weil ich natürlich dann auch schnell agieren kann. Und es ist schon noch so, dass wenn das auf den Markt kommt, was ich gerade suche, und ist ein attraktives Objekt, da ist natürlich Geschwindigkeit gefragt. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, der Kunde war bei seiner Hausbank, hat jetzt schon die ersten Immobilienangebote gesichtet, vielleicht sogar die erste Besichtigung terminiert. Was sind denn jetzt die wichtigsten Dinge, die der Käufer bei der Besichtigung eigentlich beachten sollte? Mhm. Da würde ich sogar noch einen Schritt vorher anfangen. Ganz wichtig ist es mal, die Objektunterlagen zu studieren, ja, sich die Grundrisse anzufordern, zu schauen, passt das mit dem Raumangebot zu dem, was ich suche. Das ist also ganz wichtig. Ich kann mich auch mit der Lage im Vorfeld, sollte ich mich auseinandersetzen, ist das das, möchte ich dahin? Mhm. Das ist also ganz entscheidend, weil ich natürlich, wenn ich dann mir das Haus anschaue und ich sollte wirklich Interesse haben, natürlich in meinem Kaufprozess schon ein ganzes Stück weiter bin, wenn ich das alles schon für mich abgeprüft habe. Mhm. Das ist einfach ein Thema, hat wieder mit Geschwindigkeit zu tun. Der zweite Grund ist, wenn ich mich im Vorfeld mit den Unterlagen beschäftige, dann kann ich mir natürlich auch Fragen überlegen, die ich dann in der Besichtigung stellen kann. Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn mir dann erst nach der Besichtigung die Fragen einfallen und ich kann dann immer nachschauen, muss wieder Kontakt aufnehmen, das ist auch wieder so ein Thema Faktor Zeit, wo ich natürlich einen Vorsprung habe. Ne? Wenn ich dann den Besichtigungstermin habe, ja, dann ist ganz entscheidend, wie ist mein erstes Bauchgefühl, wenn ich ins Haus reinkomme, wie fühlt sich das an, wie riecht es dort? Ja, das sind so ganz wichtige Sachen, könnte ich mich da wohlfühlen? Ich würde natürlich auch schauen, was würde ich für mich verändern, was muss ich modernisieren? Auch energetische Modernisierung sind ja aktuell ein Riesenthema. Das kann man sich auch notieren, um A, später mal zu reflektieren, was muss ich überhaupt noch investieren? Und B, natürlich auch, kann ich das für die Verhandlung nutzen später eventuell? Ja. Das heißt, das würde ich mir schon mal auch aufschreiben, dass ich nicht vergesse. Und dann die klassischen Dinge. Wie ist die Ausrichtung der einzelnen Räume? Wie ist die Belichtung, die Terrasse? Wenn ich in den Keller komme, ist da feucht? Ist das alles okay? Also auf solche Dinge sollte ich halt achten. Okay. Jetzt passt die Immobilie beispielsweise und der Kunde würde gerne ein Kaufangebot abgeben. Wie geht man da am besten vor und welche Rolle spielt da vielleicht auch die Finanzierungszusage? Mhm. Ja, also ein Immobilienkauf ist natürlich etwas, was wohl überlegt sein muss. Ja, das muss genau durchkalkuliert sein und geplant sein. Ja. Ein Schnellschuss, das wäre da fatal. Wenn ich aber
meine Suchparameter kenne, mhm. weil ich habe mich im Wurf mit beschäftigt, weiß genau, was ich will. Das Objekt kommt auf den Markt mhm. und ich habe meinen finanziellen Rahmen geklärt. Dann muss ich natürlich wirklich ja, zielgerichtet vorgehen. Das heißt, ich würde da am besten schriftlich mein Kaufinteresse signalisieren. Am besten im Vorfeld noch eine Finanzierungsbestätigung einholen, der Kaufofferte anheften und dem Verkäufer übermitteln, sodass der weiß, okay, ich habe es hier mit jemandem zu tun, der ist vorbereitet, der will und der würde mit mir zum Notar gehen. Mhm. Dann habe ich auch die größten Chancen, eben entsprechenden Zuschlag zu kriegen. Okay, jetzt denken sich viele natürlich, Mensch, ich würde gern verhandeln, das ist ja auch legitim. Hast du denn ganz konkrete Verhandlungstipps oder Taktiken, um das beste Ergebnis zu erzielen? Ja gut, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, kann ich überhaupt verhandeln? Mhm. Und dann kommt erst das, wie mache ich das? Ne? Ja, ja. Ich meine, aktuell im Markt gibt es immer noch Immobilien, die einfach noch nicht zu, ich sag mal, den marktangepassten Preisen inseriert werden. Wir haben erlebt, dass die letzten 2 Jahre die Immobilienpreise um 20, teilweise in Extremfällen bei renovierungsbedürftigen Häusern, bis zu 40% an Wert verloren haben. Das bietet natürlich Käufern ganz neue Chancen, trotz höherer Zinsen, Inflation und höheren Lebenshaltungskosten. Dennoch ist es nicht so, dass jetzt jeder Preis verhandelt werden kann. Das muss man einfach wissen. Die allermeisten Eigentümer, die wissen, dass sie die Preise aus 2021, Frühjahr 2022 eben nicht mehr durchgesetzt bekommen. Und Mitbewerber und auch wir achten natürlich schon sehr genau darauf, dass wir auch wirklich nur Immobilien anbieten zu verkaufbaren Preisen. Ja, ja. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich natürlich die Chance erkenne, ich kann da was verhandeln, dann soll ich das natürlich auch nutzen. Logisch. Das ist ja ganz klar. Und da geht aus meiner Sicht die Verhandlung schon bei der Besichtigung los, ja, indem ich eben viele Fragen stelle, mir auch Notizen dazu mache, die ich dann natürlich später wieder einsetzen kann. Sympathisch sein. Mhm. Sympathisches Auftreten ist schon mal ganz wichtig. Warum verhandle ich überhaupt? Ich möchte natürlich den Preis verhandeln, aber ich möchte das Objekt kaufen. Ja. Wenn ich natürlich den Preis zu sehr in den Vordergrund stelle, dann kann es auch passieren, dass der Verkäufer sein Interesse verliert, an mich zu verkaufen. Ja. Und dann habe ich überhaupt nichts gewonnen. Also das wäre die falsche Taktik. Okay. Von daher einfach sympathisch vorgehen, bedacht. Sich Fragen notieren. Genau. Okay. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgewichen von dem Ganzen. Vielleicht nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Mhm. Hast du denn ganz konkrete Verhandlungstipps für Käufer? Okay, konkret. Also ganz konkrete Tipps. Ja, gut. Ja. Ich würde sagen, der wichtigste Tipp, immer bereit sein, auszusteigen. Okay. Ja, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich sage, also jetzt steige ich nicht mehr aus, das möchte ich haben, dann habe ich in der Regel die Verhandlung schon verloren. Ja, dann akzeptiere ich auf einmal Dinge, wo ich vorher niemals bereit gewesen wäre, das zu akzeptieren. Und das ist natürlich immer schlecht. Ja. Also man sollte sich selbst sagen, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Man kann auch dem Gegenüber schon signalisieren, ich bin bereit, auch auszusteigen. Ja. Die Kunst ist es natürlich, nicht auszusteigen. Und weil sonst habe ich die Verhandlung natürlich verloren. Das wäre so, glaube ich, der wichtigste Tipp. Ein weiterer Tipp könnte sein oder ist auf jeden Fall, das hatte ich auch schon beschrieben in der Frage vorher, cool bleiben. Ja? Was meine ich mit cool bleiben? Emotionen sind da einfach nicht angebracht. Ja? Ich weiß, das ist schwer für einen Käufer. Mhm. Ich meine, gerade wenn er ein Privathaus sucht, das hat ja immer mit Emotionen zu tun. Aber für den Verkäufer, das muss einfach ein Käufer auch wissen, ist es viel, viel schwieriger, emotional cool zu bleiben. Ja. Das ist fast nicht möglich. Es geht um den größten Vermögenswert, den er hat in der Regel. Man muss sich vorstellen, der Verkäufer hat 20, 25, 30 Jahre im Haus gelebt, die Kinder sind dort groß geworden, er verbindet also ganz viel Emotion mit der Immobilie. Und wenn ich jetzt Kritik an der Immobilie übe als Käufer, dann ist das immer auch ein Stück weit Kritik am Verkäufer. Ja. Ich kann das mal konkret an einem Beispiel vielleicht machen, gerne, damit sich der Zuschauer das einfach besser vorstellen kann. Der Klassiker. Die Immobilie ist zu teuer. Ja. So, was habe ich dem Verkäufer gesagt, neben dass ich denke, es wäre zu teuer? Ich habe dem auch gesagt,
du bist unaufrichtig. Mhm. Nicht direkt, aber... Indirekt, ja. Ja, natürlich. Du bist unaufrichtig, du willst mehr, als dir zusteht, ja, du bist gierig. Das kommt bei dem Verkäufer an. So, ich könnte das Gleiche bewirken, ohne ihn persönlich anzugreifen, mhm, indem ich das zum Beispiel anders formuliere. Ich könnte sagen, lieber Verkäufer, aufgrund der Modernisierungen, die jetzt hier anstehen, ist die Immobilie für mich ein bisschen zu teuer. Mhm. Da können wir weiterarbeiten. Ja. Mit, ja? Wir machen das Gleiche, aber es ist eine ganz andere Aussage. Also von daher Emotionen rausnehmen, okay, gut bleiben. Mhm. Ja, ich nehme an, du willst noch einen dritten Tipp. Gerne. Aller guten Dinge sind drei. Ja. Der dritte Tipp könnte sein, dass man sich immer so ein Ass im Ärmel aufhebt. Ja? Was meine ich damit? Das kann was sein, was ich eben zum Schluss, wenn der Preis quasi verhandelt ist oder ich den akzeptiert habe, nochmal hervorholen kann. Die Technik funktioniert so, dass ich in der Besichtigung einfach aufmerksam bin, im Gespräch mit dem Eigentümer, auch mit dem Makler. Da kann man ganz oft raushören, auch das Wording, was der benutzt, was ist dem wichtig? Ja. Also es geht nicht unbedingt darum, welche Schmerzpunkte hat er, sondern es geht einfach nur darum, wenn ich rauskriege, was ist dem besonders wichtig, dann kann ich das ganz zum Schluss, mhm, wenn ich den Preis akzeptiert habe, wenn wir den Notartermin ausmachen zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt, kann auch da ein Beispiel machen, wenn ich jetzt festgestellt habe, die Verkäufer sind schon ausgezogen, mhm, das Haus ist aber noch bis unter das Dach möbliert, ja, dann, und er hat damit ein Problem, ach Gott, ich muss das noch räumen, dann könnte ich theoretisch zum Beispiel ganz zum Schluss, wenn wir den Vertrag vereinbaren und die Modalitäten klären für den Kaufvertrag, könnte ich sagen, Mensch, lieber Verkäufer, du wohnst ja nicht mehr im Haus, du willst ja das eine oder andere noch mitnehmen, du könntest dir, ich habe mir das überlegt, ja, das Umzugsunternehmen sparen, dir da Zeit lassen, vielleicht gucken, ob ich noch für das eine oder andere einen Käufer finde. Ja. Wir können auch 3 Monate später umziehen, das muss dir doch was wert sein. Okay. Ja, und vielleicht kann man da nochmal ein paar 1.000 Euro verhandeln. Gegebenenfalls könnte der Käufer aber auch anbieten, zu sagen, Mensch, du kannst die Möbel gegebenenfalls auch stehen lassen. Und er übernimmt die Räumung. Wenn das quasi dem Käufer den Druck nimmt, ist das sicherlich auch eine gute Idee. Also absolut, absolut. Ja, ja. Also da haben wir oftmals für beide Seiten eine Win-Win-Situation, ja, geschaffen und nochmal ein bisschen was verhandelt. Und jeder hat im Prinzip ja seine Wünsche auch durchgesetzt ein Stück, ja, weit. Ja, also aus der Praxis, das war ganz oft der Schlüssel zum Erfolg tatsächlich. Ja. Also wo die Verhandlung deshalb auch geklappt hat am Schluss. Ja? Weil es eben nicht immer nur um das Monetäre geht, sondern auch oft eben solche anderen Faktoren eine große Rolle spielen, gerade für, ja, den Verkäufer. Cooler, absolut, Tipp. Perfekt. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Parteien sind sich handlungseinig. Wie wichtig ist denn die Rolle des Notars und, mhm, was sollten Käufer, ja, über diesen Schritt wissen? Ja, also der Gang zum Notar ist in Deutschland ja, unabdingbar. Mhm. Also wir haben die Notarpflicht seit über 100 Jahren, sorgt eben der Notar für rechtssichere Verträge. Und das ist auch seine Aufgabe. Ja. Es geht darum, dass er einen rechtssicheren Vertrag eben gestaltet für die Übertragung von Immobilien. Ja, das ist seine Aufgabe. Er prüft nicht die wirtschaftlichen oder steuerlichen Aspekte. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, der prüft auch nicht, ist der Kaufpreis zu hoch? Können die Käufer den überhaupt bezahlen? Die prüfen auch nicht die Bausubstanz, ja, oder Baulasten. Das sind alles nicht seine Aufgabe. Also er ist weder Schiedsrichter noch Gutachter oder was anderes, sondern, ja, er sichert dafür, oder er ist dafür verantwortlich, dass die rechtssichere Übertragung gewährleistet ist. Mhm. Das ist seine Aufgabe. Okay, vielleicht an der Stelle das Thema Gutachter. Wäre vielleicht sinnvoll, im Vorfeld einen externen Experten nochmal dazu zu holen. Immer. Also das empfehlen wir ja auch oft, ja, dass man sagt, Mensch, vielleicht ein Handwerker, vielleicht ein Sachverständiger, weil der Notar eben diese Rolle nicht übernehmen kann. Von daher durchaus lohnenswert und ein wichtiger Tipp auch für die Zuschauer, das im Vorfeld mit einzubeziehen und einzukalkulieren. Ja. Auf jeden Fall. Prima. Jetzt ist die Tinte trocken, der Notar, mhm, ist, oder der Kaufvertrag ist erfolgreich unterschrieben. Welche Nebenkosten, Steuern fallen denn da an? Weil da, glaube ich, flattern relativ viele Rechnungen ins Haus. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen und wie man diese Parameter auch in die Budgetplanung einbeziehen sollte. Mhm. Ja, da fange ich mal mit dem größten Posten an, die Grunderwerbssteuer. Mhm. In Rheinland-Pfalz 5% vom Kaufpreis. Dann kommt noch hinzu die Beurkundungskosten, also, mhm, der Notar und die Grundbucheintragung, das sind circa 2%. Ja.
Und wenn ein Makler involviert war, sind es 3% plus Mehrwertsteuer, also diese bekannten 3,57, ergibt in Summe roundabout 11% Nebenerwerbskosten. Und ich empfehle tatsächlich, dass man, oder man sollte diese Nebenkosten tatsächlich vorher angespart haben und aus dem Eigenkapital eben bezahlen. Da haben wir ja auch mit der Finanzierungsexpertin Frau Semiana kurz drüber gesprochen. Ja. Das Interview kann ich vielleicht auch mal unten nochmal verlinken. Mhm. Da haben wir ja auch viele wichtige Infos zu besprochen. Genau. Ja. Vielleicht als nächster Punkt der Ablauf nach dem Notartermin. Das ist ja doch ein längerer Prozess. Was muss man da als Käufer wissen oder beachten? Mhm. Ja, also es ist ein Zug-um-Zug-Geschäft. Ja. Das heißt, nach der Beurkundung ist erstmal nichts passiert, außer dass man jetzt einen schuldrechtlichen Vertrag geschlossen hat. Ne? Der Verkäufer soll natürlich gegen entsprechende Geldzahlung dann sein Eigentum verlieren und der Käufer soll, wenn er bezahlt, natürlich auch Eigentümer werden. Mhm. Und der Notar muss erstmal die rechtlichen Gegebenheiten herstellen. Ja? Mhm. Das heißt, in der Regel ist zum Beispiel noch eine Grundschuld bestellt. Gerade bei älteren Verkäufern ist das gar nicht mehr valutiert. Dennoch, der Käufer hat einen Anspruch auf einen lastenfreien Erwerb. Mhm. Und entsprechend muss er eben eine Löschungsbewilligung dann bei der entsprechenden Bank einholen. Die Gemeinde hat in der Regel ein Vorkaufsrecht. Ja. Die Dinge holt er alle ein. Und wenn er das beisammen hat, dann trägt er die sogenannte Auflassungsvormerkung in Abteilung 2 des Grundbuchs. Mhm. Ja. Das ist eine Grundbuchsperre, wenn man so will. Mhm. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kann der Verkäufer das Objekt nicht nochmal verkaufen. Mhm. Er kann es nicht nochmal beleihen. Mhm. Und der Käufer kann eben da frühestmöglich eben das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wo er bezahlen kann. Okay. Meistens macht man natürlich ein Datum aus. Wenn die Fälligkeitsvoraussetzungen da sind und das Datum der Übergabe tritt ein, müssen die Parteien natürlich noch prüfen oder der Käufer prüfen, ist es auch vertragsgemäß geräumtes Objekt. Der Notar prüft das natürlich nicht. Mhm. Und wenn das auch gegeben ist, dann fließt zuerst der Kaufpreis und dann Zug um Zug werden die Schlüssel übergeben. Ja. Okay. Damit geht Besitz, Nutzen und Lasten über. Das ist wichtig zu wissen. Mhm. Ja. Weil ab dem Zeitpunkt, wenn der Käufer bezahlt hat und hat die Schlüssel, kann er schalten und walten, wie er möchte. Mhm. Er hat natürlich auch alle Kosten zu tragen, die mit dem Objekt zusammenhängen und ist wirtschaftlich eben schon wie ein Eigentümer zu betrachten. Mhm. Ja, der Verkäufer hat im Prinzip wirtschaftlich nichts mehr zu tun mit der Immobilie. Okay. Ja. Dennoch muss dann im Nachgang eben das Eigentum noch umgeschrieben werden. Das heißt, der Notar löscht die Auflassungsvormerken für den Käufer wieder und trägt ihn dann als Eigentümer ein. Mhm. Also ein sehr sicherer Prozess für beide Parteien. Ja, absolut. Okay, super. Ja, viele Leute fragen sich, wofür braucht man überhaupt den Makler? Auf der Verkäuferseite sehen sie oft den Vorteil, aber ich habe das Gefühl, die Vorteile für den Käufer sind oft nicht klar genug. Vielleicht kannst du da mal aus deiner Sicht erzählen, was die Vorteile für den Käufer sind. Ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von Aufgaben, die der Makler erledigt. Das fängt schon an bei der Vorbereitung, ja, die Aufarbeitung der Unterlagen. Die sind ganz wichtig, auch für die finanzierende Bank des Käufers. Mhm. Das wird auch immer mehr, was da verlangt wird. Das ist schon mal viel Arbeit. Die Besichtigung wird organisiert. Man kann natürlich mit einem Makler in der Besichtigung ganz anders sprechen. Ich muss da nicht auf mein Wording achten. Ja. Ich kann mich anders umschauen. Ja, das ist ein Vorteil. Der Notartermin selbst, die Verhandlung davor, ja, da ist ein Makler sehr, sehr hilfreich, da sind wir schon drauf eingegangen. Später dann auch, wenn ich zum Notar gehe, die Begleitung, die wird natürlich von uns übernommen und wir begleiten ihn natürlich auch zur Übergabe. Mhm. Das ist ein Service, den wir mitmachen. Das sind alles wichtige Punkte, aber neben den Aufgaben, die er erfüllt, gibt es natürlich ganz triftige Gründe, warum es uns gibt. Ja, ich meine, das Maklergewerbe ist eins der ältesten überhaupt. Ja. Im Römischen Reich gab es schon den Grundstücksmakler. Okay. Wir werden von keiner staatlichen Institution gefördert oder finanziert. Wir leben ausschließlich vom Bedarf. Ja. Ein Makler hat natürlich Riesenvorteile, hat keine Beziehung zur Immobilie. Das heißt, Emotionen hat er da keine. Er kann den Verkauf analytisch steuern, statt emotional. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Der Makler kann aufgrund seiner Position oder er muss immer Rücksprache halten. Dadurch verschafft er natürlich den Parteien Zeit, ihre Verhandlungsposition nochmal zu überdenken. Er kann natürlich strategisch auch vorgehen und eben die Interessen beider Seiten auch zusammenführen.
strategisch, das ist ein wichtiger Punkt, weil er eben keine absoluten Aussagen treffen kann. Das hat einfach was mit seiner Position zu tun, ja, ja? Dass er den Ball da anders im Spiel behalten kann. Das ist ganz wichtig. Und man kann schon sagen, also in den allermeisten Fällen ist der Makler der Dealmaker. Absolut. Ja, das kann man so selbstbewusst schon sagen. Ja. Ich kenne ganz, ganz viele Fälle, die wären nicht zusammengekommen, wenn wir da nicht dazwischen verhandelt hätten als unparteiische Dritte. Also das ist ein ganz entscheidender Vorteil für einen Makler, sich für einen Makler zu entscheiden. Auch das Thema Zugeständnis, das muss ich vielleicht noch anfügen. Gerne. Jetzt ist jemand da, eine junge Familie, man ist sich sympathisch, dann macht man schnelle Zugeständnisse. Das ist, wo man sich am nächsten bereut, Tag ärgert. Ja. Ja, das kann man natürlich durch einen Makler wirklich wirksam vermeiden. Mhm. Also das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte, wo ein Makler entscheidend ist. Super. Ja, jetzt ist jemand quasi kurz vor dem Prozess, hat jetzt unser Video geschaut, aber will vielleicht nochmal tiefgründiger rein. Mhm. Wo kann man sich denn weiterführend informieren, wenn sich da jemand für interessiert? Ja gut, man kann uns anrufen oder jemand aus unserem Expertenteam. Ne? Mhm. Man kann persönlich auch nach Absprache sich beraten lassen, Termin ausmachen. Wir haben, wer unsere Social-Media-Kanäle abonniert, der bekommt mehrere Kurzvideos die Woche über alle möglichen Immobilienthemen. Wir haben einmal im Monat ein Interview, so wie dieses hier, über spannende Immobilienthemen. Mhm. Wir haben eine Vielzahl von Dingen. Ja, wir haben zum Beispiel auch einen Käufer-Ratgeber. Ja. Auch für Verkäufer haben wir einen Ratgeber. Den kann man kostenlos bei uns anfordern. Mhm. Ja, und für diejenigen, die sich für Zahlen, Daten, Fakten interessieren und Analysen zum Immobilienmarkt an der Weinstraße, haben wir halbjährlich einen Marktbericht. Mhm. Also da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten, allein bei uns, wo man sich eben mit dem Thema vertraut machen kann, informieren kann und ja. Okay, wir verlinken auf jeden Fall alles unten in der Beschreibung, sodass ihr da alles eben direkt finden könnt. Okay, zu guter Letzt haben wir noch die routinierte Schnellfragerunde quasi. Okay. Die kennst du ja schon, am besten keine Setz langen... Setz mich mal aufrecht hin. Genau, keine langen Erklärungen, ja. Eher eine intuitive Antwort aus deiner Sicht. Mhm. Sanierungsbedürftig, Chance oder Dealbreaker? Für mich Chance. Mhm. Okay, cool. Der Immobilienmarkt eher weiter abwärts oder vielleicht sogar wieder aufwärts? Aufwärts. Also haben wir die Talsohle durchschritten? Aus meiner Sicht schon. Okay, sehr gut. Eher einen hohen Eigenkapitaleinsatz oder eher einen niedrigen Eigenkapitaleinsatz? Da muss ich sagen, kommt drauf an. Ja, wenn ich für mich selbst, für meine Familie was suche, dann würde ich aktuell schon das Eigenkapital einsetzen, was ich zur Verfügung habe. Ich würde gucken, dass ich trotzdem noch eine vernünftige Tilgung darstellen kann. Ja, wenn ich natürlich ein Anlageobjekt kaufe, dann würde ich natürlich den Fremdkapitalhebel immer noch maximal ausnutzen. Ja. Okay, cool. Kauf oder Miete? Auch da kommt es drauf an, für mich Kauf. Tatsächlich Kauf ist was Besonderes, im Eigenheim leben zu dürfen. Ich habe eine ganz, ganz liebe Kundin gehabt. Wenn sie das jetzt hört, unseren Podcast hört oder das Video sich anschaut, dann wird sie auch wissen, wen ich meine oder wird sich angesprochen fühlen. Die hat mal zu mir gesagt, schön gewohnt ist halb gelebt. Okay. Und von daher, kaufen. Okay, cool. Ja, mit einem kleinen Augenzwinkern, mit Makler oder besser ohne? Nee, immer mit, ja, natürlich. Klar. Was auch sonst. Okay, ja cool, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps. Ich denke, da waren viele Learnings auch für unsere Zuschauer dabei. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dann kommentiert gerne unten oder nehmt mit uns gerne persönlich Kontakt auf. Unsere Kontaktdaten verlinken wir euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr viele weitere spannende Interviews oder solche Insider-Talks sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ja, vielen Dank für euer Interesse und viel Erfolg bei der Immobiliensuche.